erneuerte Herzen, eine veränderte Welt. Unsere Welt befindet sich heute in einem rasanten Umbruch. Ich nehme nur ein paar Schlagzeilen aus den letzten Tagen. Hurrikan Irma verwüstet die Karibik. Und gleich hinterher kommt Maria, der nächste Hurrikan. Ein schweres Erdbeben erschüttert Mexiko. Eine Schule stürzt ein und viele Kinder und viele Menschen werden verschüttet und kommen ums Leben. Ein nordkoreanischer Diktator, Kim, droht mit einem Atomkrieg. Die modernsten Städte der Welt heute liegen in China. Und diese neue Weltmacht kauft halb Afrika auf. Smartphones und soziale Netzwerke verändern die Welt, steuern Revolutionen. Und wer vielleicht am Fragen ist, ob der Mensch von Natur aus gut ist, der braucht nur mal in die Kommentarabschnitte von den sozialen Netzwerken hineinschauen, was wir dort an hasserfüllten, bösartigen Beiträgen finden, die andere mit Schmähungen überziehen, da wird einem Angst und Bange. Flüchtlingsströme kommen nach Europa, das Mittelmeer. Und etliche Flüchtlinge kommen zum Glauben an Jesus Christus, schließen sich Gemeinden an, beleben unsere Gemeinden ganz neu, werden getauft, hier eine große Taufe in Wien von Flüchtlingen. Europa dafür wird immer säkularer, die Kirchen werden leerer. Belgien, Tschechien, Estland, Deutschland haben das Evangelium vergessen. Aber selbst in traditionell christlichen Ländern wie Argentinien, Familie Kohnen berichtete im letzten Rundbrief von den aktuellen Statistiken, 80% der Kinder, die dort geboren werden, werden von ledigen Müttern geboren. 40% der Kinder dort werden sexuell missbraucht. Jeden Tag wird dort eine Frau von ihrem Partner ermordet. In einem traditionell christlichen Land. Das ist die Welt, in der wir leben. Und wenn wir in unser Land hineinschauen, heute ist Bundestagswahl. Ich hoffe, Sie haben alle schon gewählt heute Morgen. Oder per Briefwahl. Oder machen das noch vor 18 Uhr. Und ich bin gespannt, wie unser Land nach 18 Uhr aussehen wird. Das Wahlergebnis sein wird. Eine Welt im Umbruch. Und die Antworten von gestern zählen heute nicht mehr. In diese Welt hat uns Gott hineingestellt. Und dort hinein spricht auch Gottes Wort, das wir heute Nachmittag betrachten wollen. Aus dem Römerbrief, Kapitel 12, die Verse 1 und 2. Weil Gott so viel Erbarmen mit euch gehabt hat, bitte ich euch, schreibt dort der Apostel Paulus, stellt euer ganzes Leben Gott zur Verfügung. Bringt euch Gott als lebendiges Opfer dar, in völliger Hingabe, an dem er seine Freude hat. Das ist der für euch vernunftsgemäße Gottesdienst. Passt euch nicht den Maßstäben dieser Welt an, lasst euch vielmehr von Gott umwandeln, damit euer ganzes Denken erneuert wird. Dann könnt ihr euch ein sicheres Urteil bilden, was dem Willen Gottes entspricht. Aus diesen reichen Worten möchte ich vier kurze Gedanken herausgreifen. Erstens, Gottes Erbarmen. Zweitens, neu denken. Drittens, neu handeln und neue Hingabe.
Das Erste. Gott erbarmt sich und rettet. Das ist die Botschaft der Bibel. Er hat seine Liebe ausgeschüttet, hat uns erreicht, hat sie persönlich erreicht, sonst wären sie heute Nachmittag nicht hier. Sonst hätten sie anderes auf dem Programm. Er hat alles für unsere Erlösung getan. Er schenkt uns Vergebung unserer Lebensschuld und neues Leben. Er schenkt uns frei. Das ist die Botschaft des Evangeliums. Dass wir umgewandelt werden dürfen, neu werden durch Gottes Geist. So hat das gerade in den letzten Tagen Familie Kretschmar erfahren, die vor kurzem nach Albanien ausgereist ist. Sie berichten ihrem letzten Rundbrief dort von einer Taufe am Mittelmeer, eine Taufe ihres Albanisch-Lehrers Mirel. Mirel war vor 2 Jahren nach Deutschland gekommen, hatte 1 Jahr hier in unserem Land gelebt, wo er vor lauter Einsamkeit eine Kirche besuchte. Dort begegnete er einem Mann und durch diesen begegnete er Gott. Er sagte bei seiner Taufe: Früher habe ich mir immer Sorgen um die Zukunft gemacht. Heute weiß ich, Gott wird für mich sorgen. Bei ihm habe ich ein Zuhause. Und dann ließ er sich dort am öffentlichen Touristenstand von Durres im Mittelmeer taufen und bekannte vor allen Menschen dort, dass er jetzt Jesus nachfolgen will. Sie schreiben dort: Es ist für uns sehr berührend, in die strahlenden Augen von Mirel und seinen 4 Mittäuflingen zu schauen. Ja, Gott macht dein Leben hell. Mirel hat das erfahren, vor kurzem. Und wenn Sie nicht sicher sind, ob Jesus in Ihnen lebt, ob Sie dieses Geschenk der Vergebung haben, des neuen Lebens, heute Nachmittag können Sie das festmachen. Ein einfaches, stilles Gebet. In einer Stunde, wenn die Versammlung vorbei ist, helfen wir auch Ihnen gerne, das wirklich festzumachen. Dass das, was Mirel erfahren hat, auch Sie sicher haben dürfen. Das neue Leben in Jesus Christus, das ist das Evangelium. Und dieses neue Leben hat dann Auswirkungen. Und 3 werden in diesem Abschnitt hier genannt. Erstens, neu denken, neu beurteilen. Das heißt, die Welt mit Gottes Augen sehen lernen. Wie er Dinge beurteilt, zu handeln nach seinen Prioritäten, von seinem Willen her geprägt. Und Gott will, dass alle Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit von Jesus Christus kommen. 1. Timotheus 2, Vers 4. Ich möchte es an ein paar Fakten illustrieren. Vor 45 Jahren waren etwa die Hälfte der Weltbevölkerung hatten noch nie das Evangelium in irgendeiner Weise gehört. Inzwischen im letzten Jahr, oder vor 2 Jahren, waren es nur noch 29%. Wir freuen uns darüber, was dort passiert ist, durch Evangelisation, die Verkündigung, durch Mission. Doch in diesem Zeitraum ist die Weltbevölkerung auf das 2,5-fache angewachsen. Und die 50% von 1960 sind wesentlich weniger als die 29% von heute. Das heißt, die Zahl der Menschen, die keinen Zugang zum Evangelium haben, ist weiter angewachsen. Zu keiner Zeit in der Weltgeschichte gab es mehr Menschen, die das Evangelium noch nie in einer verständlichen Form gehört haben wie heute. Das ist der traurige Teil dieser Wahrheit. Ein anderes Beispiel. In den armen Gebieten der Großstädte, den Slums genannt, leben heute 1,2 Milliarden Menschen, jeder 6. Mensch. Und leider ist es so, dass
nur einer von 500 Missionaren unter ihnen lebt und unter ihnen arbeitet. Ich bin stolz auf einige unserer DMG-Missionare, die dort arbeiten, wie die Familie Böhm zum Beispiel. Manche sagen dann, naja, die Zeit der ausländischen Missionare ist vorbei, die Einheimischen machen das heute. Doch die Statistiken zeigen, nur einer von 10.000 Pastoren lebt und arbeitet in Slumgebieten. So hat vor kurzem die Lausanner Bewegung berichtet. Das heißt, 20-mal weniger, als es Missionare sind. Da müssen wir weiter Botschafter von Gottes Liebe aussenden. Ein drittes Faktum. Von den Nichtchristen, die in unseren Ländern leben oder auch in anderen, das heißt, unerreicht und erreichte Nichtchristen, haben 81% kennen keinen einzigen Christen. Die allermeisten, die von ihnen, haben keine christlichen Freunde und Bekannten. Wie sollen sie das Evangelium erfahren, wenn nicht jemand zu ihnen geht? Jemand diese Grenzen überschreitet, sich in Bewegung setzt. Da denke ich an den letzten Rundbrief auch von René Reifel und Felix Henrich. Sie arbeiten im Hafen von Rotterdam unter Seeleuten, die auf den großen Containerschiffen so leben. Sie schreiben dort von Phil, einem der Seeleute, den René jetzt vor kurzem besuchte und der kurz zuvor zum Glauben an Jesus gekommen war. Phil sagte zu ihm, so berichtet er in seinem Rundbrief, früher sind wir immer vor dir weggelaufen, wenn du aufs Schiff kamst. Wenn er als jemand mit aufs Schiff kam, sind diese Seeleute weggelaufen, haben sie irgendwo versteckt. Dann hat mich dein Kollege in Dublin doch erwischt und überredet, bei der Bibelstunde dabei zu bleiben. In der Zeit hat Gott zwei meiner Gebete direkt am nächsten Tag erhört. Und ich vertraue ihm nun mit meinem ganzen Leben. Phil hat sich auch gleich im kalten irischen Meerwasser taufen lassen und ist hungrig auf die Bibel. Und dann beschreibt Felix, wie er sie weiter begleitet und wie Phil jetzt inzwischen einige weitere Seeleute mit Jesus bekannt gemacht hat. Gott öffnet die Herzen von Menschen. Sie sehen, wie spannend die Berichte von Missionaren sind. Es lohnt sich, diese zu sich zuständen zu lassen und sie zu lesen. Da ist so viel Ermutigung, Inspiration drin. Zum Zweiten, neu handeln. Das ist die neue Lebensführung. Unseren Alltag von Jesus bestimmen zu lassen. Lasst euch verwandeln. Es ist nicht das, was wir selbst tun können. Es ist das, was Gott in unserem Leben tun will. Dass wir uns das zulassen, dass er das in unserem Leben tut. Und es ist ein lebenslänglicher Prozess. Und dieser Verwandlungsprozess findet auch in der Mission statt. Und ganz neue Dinge passieren dort. Um nur ein paar wenige Beispiele zu nennen. Hier sehen wir ein Bild von unserem Partnerwerk Sat 7, einem Satellitenfernsehprogramm, das inzwischen seinen 6. Kanal jetzt ausstrahlt. Das ist ein Schulkanal. Dort wird jeden Tag 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche, Schulunterricht gegeben für die 13 Millionen Flüchtlingskinder, die wegen des Krieges und der Vertreibung im Orient, in der arabischen Welt, nicht in die Schule gehen können. Eine Generation, die in irgendwelchen Flüchtlingszelten oder Kellerlöchern aufwächst und keinen Zugang zur Schulbildung hat. Die allermeisten von ihnen sind Muslime. Und dort werden christliche Werte vermittelt. Mathematik, Arabisch, Lesen und Schreiben, Naturkunde und andere Fächer. Hausaufgaben kann man per Internet sogar machen.
mit einem Tablet kann man den Unterricht verfolgen. Eine ganze Generation wird von dem Evangelium her geprägt und bekommt Hoffnung für die Zukunft. Durch die modernen PCs ist auch die Bibelübersetzung immens beschleunigt worden, dem von verwandten Sprachen her adaptiert werden kann und in dem viele Prozesse automatisiert werden, dass das Evangelium in die Sprache der Menschen, ihnen ins Herz hinein ausgedrückt wird. Und durch das Internet und soziale Netzwerke kann ganz viel auch auf frische Weise evangelisiert werden. Das Evangelium weitergegeben. Die Bibel ist in ganz, ganz vielen Sprachen über das Internet heute zugänglich. Für ganz viele unterschiedliche Sprachen. Unser Personalleiter Simon Bohn war im letzten Monat in Bogota gewesen, hat dort in einer großen internationalen Missionskonferenz von Comibam teilgenommen. Waren dort 1800 Missionsleiter, vor allem aus Lateinamerika, anwesend. Sie berichten über das, was dort passiert, dass in den letzten 20 Jahren die Zahl der evangelischen Missionare aus Lateinamerika auf inzwischen 22.000 angewachsen ist. Wir sehen es in dem roten Balken dort. Zum Vergleich dazu in blau die Zahl der Missionare, die aus Europa ausgesandt sind. Inzwischen sind viel mehr Missionare aus Lateinamerika ausgesandt als aus Großbritannien und Deutschland, der Schweiz und den Niederlanden und Dänemark und Norwegen und vielen anderen europäischen Ländern zusammengenommen. Und unsere Missionare arbeiten in Partnerschaft, in gleichen Teams, in internationalen Teams, zusammen mit ihnen. Und es ist eine neue Generation von Mitarbeitern mit ganz neuen Begabungen. Und einige dieser wunderbaren Menschen haben wir vorhin hier erlebt, die in der nächsten Zeit ausreißen werden. Gott tut ganz Neues. Das bringt mich zum Dritten. Weil Gott all das getan hat und dies in unserer Zeit, in unseren Tagen heute tut und wir Augenzeugen dessen sein dürfen, darum sind wir eingeladen, daran teilzuhaben, diese neue Hingabe. Paulus schreibt hier, gebt euer Leben als ein Ganzopfer. Ein brutales Wort. Das Ganzopfer ist damals auf dem Altar komplett verbrannt worden. Ist ganz Gott hingegeben worden. Und das gebraucht Paulus hier auch für unser Leben. Nicht nur der zehnte Teil gehört Gott, unser ganzes Leben. Nicht nur die Stunde Sonntagmorgens von 10 bis um 11.15 Uhr gehört Gott. Die ganze Woche über. Nicht nur der Mittwochabend, dem Hausbibelkreis oder ihre Gebetsstunde. Nein, die ganze Woche. Das sei euer vernunftsgemäßer, euer logischer Gottesdienst, sagt Paulus. Wie kann das konkret werden? Ich möchte mal so 5 Ebenen so aufzeigen. Das erste ist das Gebet, das Allerwichtigste. Das Effektivste, was wir für die Welt tun können, vor Gott im Gebet einzutreten. Ich bin dankbar für die enge Verbundenheit mit dem DFMGB, dem Frauenmissionsgebetsbund, wo ganz viele Frauen im Gebet für Missionare eintreten. Und dem kleinen Bruder, dem Männergebetsbund. Und ich freue mich über ganz viele Gebetsketten, die es gibt. Eine haben wir auch mit initiiert. In 14 Tagen beginnt das Hindu-Fest Diwali, das Lichterfest. So ähnlich wie bei uns Weihnachten, mit Kerzen und Lichtern und so etwas. Und so wie es eine Gebetskette für die islamische Welt gibt, gibt es auch eine Gebetskette für die hinduistische Welt. Ein Gebetsleitfaden, ein Heft, ist vom Internet her auf unserer Website
mit zum Runterladen. Es wird sonst aus logistischen Gründen dieses Jahr nicht gedruckt. Wo wir persönlich mit einstehen können für die zweitgrößte unerreichte Bevölkerungsgruppe neben der islamischen Welt, die hinduistische Welt. Weil wir attraktive Informationen dazu bekommen und Impulse, wir im Gebet dafür einstehen können. Gebet verändert die Welt. Ein weiteres Beispiel. Vor wenigen Wochen hat uns Familie Joyce aus Westafrika ein E-Mail geschickt. Seit Wochen hat es bei uns nicht geregnet. Die Ernte vertrocknet. Wir fürchten, dass eine neue Hungerskatastrophe passiert. Bitte betet mit dafür, dass Gott jetzt noch in den nächsten Tagen Regen schenkt. Ansonsten ist es zu spät. Wir arbeiten in Burkina Faso. Und wir haben damit dafür gebetet, damit dafür eingetreten. Und 4 Tage später schickten sie uns folgendes Bild. Mit einem Kommentar drunter: Das passiert, wenn Gottes Kinder im Gebet eintreten. Lieber schwimmen wir nach Hause, als dass die Leute hier ein halbes Jahr hungern müssen. Ihr seht, wie viel es dort geregnet hat. Gebet verändert die Welt. Es sind nicht unsere Worte. Es ist Gott, der unsere unscheinbaren Worte hört und darauf handelt und unsere Worte mit einbezieht. Ein zweites, ein Wort der Ermutigung. Ich freue mich so über die neue Gruppe von Missionaren, die wir im Ausbildungskurs gerade hier haben. Und eine der Unterrichtseinheiten sprachen wir auch darüber miteinander, was waren so die wichtigen Anstöße gewesen. Dass jemand auf den Weg, nicht nur des Glaubens, auch den Weg in die aktive Mission gekommen ist. Ich fand es ganz erstaunlich, wie viele von den neuen Missionaren ganz entscheidende Impulse in ihrer Kindheit erhalten haben. Ein Wort der Ermutigung in ihrer Gemeinde, durch Angehörige, durch Eltern, durch Freunde, durch einen Missionar. Ein kleines Wort kann einen großen Unterschied machen. Den Weg zur Mission weisen, vielleicht auch den Weg zu Jesus hinweisen. Wenn Sie im Aldi an der Kasse stehen und es eine Schlange gebildet hat und vor oder hinter Ihnen jemand ist, der genauso warten muss wie Sie, eine kleine freundliche Geste, Wort der Ermutigung, vielleicht auch, wenn es jemand ist, der aus einem anderen Hintergrund herauskommt. Was kann Gott daraus machen? Kleines Wort der Ermutigung. Eine dritte Ebene ist die des Gebetes, des Gebens, der Finanzen. Missionare leben sparsam, aber sie leben nicht von Luft und Liebe alleine. Ich freue mich über Missionare, die ausreisen wollen. Vorhin hat sich auch die Familie Vinaske vorgestellt, die eigentlich bereit ist auszureisen, aber wir beten noch darum, dass Gott Freunde willig macht, sie im Gebet mit Spenden zu unterstützen. Das ist mein Gebet, dass vielleicht jemand heute unter uns ist, der sagt: Wen soll ich unterstützen? Ich möchte euch auf Familie Vinaske hinweisen. Mit ihnen zusammen beten wir dafür. Eine kleine Spende schon macht einen großen Unterschied. Die vierte Ebene ist die des Gehens. Gott hat uns in diese Welt hineingestellt. Nicht, dass wir uns am Evangelium freuen, sondern wir das Evangelium mit anderen teilen. Mit Arbeitskollegen, der Weg zum Schreibtisch des Arbeitskollegen oder zur Werkbank kann vielleicht mit viel Herzklopfen verbunden sein, ist vielleicht mühsamer als eine Flugreise um die halbe Welt herum.
Dort hat Gott uns hineingestellt. Den Arbeitsplatz, die Nachbarschaft, unsere Familien, dass wir dort seine Hoffnungsträger sind. Das Evangelium mit Menschen teilen, da sind wir alle gesandt. Jeder, der Jesus kennt, ist gesandt als sein Botschafter. Und einige hat Gott dann auch in ein anderes Land gerufen. Im Beruf oder mit einem Missionswerk. Ich freue mich über die 11 neuen Missionare, die es hier vorgestellt haben. Und die Gemeinde, in der entstehen, wir alle dürfen Teil einer Sendengemeinde sein, um Missionare mit zu unterstützen und zu begleiten. Da hat uns Gott hineingestellt, dass wir nicht nur gehen, dass wir auch sendende Gemeinde sein dürfen. Und Gott tut ganz Besonderes in unseren Tagen. Mit einem letzten Beispiel schließen. Seit Freitagabend findet europaweit ein Pro-Christ für Araber statt. Für Perser, für Afghanen statt, Entschuldigung. Es ist ein gemischtes Programm mit Verkündigung, Liedbeiträgen für Afghanen in Dari, die hier unter uns leben. Und Christen laden auch heute Abend ihre afghanischen Freunde ein, mit ihnen zusammen das Programm anzusehen und dann weiter im Gespräch zu sein. Viele Afghanen in unserem Land als Flüchtlinge werden im Augenblick ausgewiesen. Müssen möglicherweise in Kürze schon wieder in ihre Heimat zurückkehren. Mein tiefes Anliegen ist es, dass sie Jesus im Herzen haben, wenn sie zurückkehren. Und Ähnliches passiert im Anfang November auch in arabischer Sprache. In einer Gemeinde in Deutschland ausgestrahlt. Auch sie können arabische Nachbarn einladen, mit ihnen über das Internet oder Satellitenfernsehen auch das Programm anschauen und dann eine natürliche Brücke haben sie fürs Gespräch. Es gibt dort auch eine Tonspur in Deutsch und in Englisch, was wir miterleben können, was dort dann in Augenblick in Afghanisch und dann in Arabisch gesagt wird, damit wir ins Gespräch kommen. Eine Welt wird verändert. In unseren Augen, vor unseren Augen zu unserer Zeit. Gott baut seine Gemeinde. Wir sehen, wie die Zeit zum Abschluss kommt. Wir sehen, wie auch die Bosheit und die Ignoranz zunimmt. Diese Polarisierung ist Teil der Endzeit. Aber dort dürfen wir ein Licht sein. Und ich möchte Ihnen ganz herzlich danken. Danken für die Zusammenarbeit, danke für Ihr Vertrauen, danke für Ihre Treue und Gebete, danke für Ihre Unterstützung. Gott segne Sie ganz reich. Ich möchte mit Gebet schließen. Danke, Herr, dass du ein lebendiger Gott bist, dass du unglaubliche Dinge tust in unserer Zeit, dass wir miterleben dürfen, wie du deine große Gemeinde baust aus allen Völkern und Sprachen, dass dazu auch die Flüchtlinge zählen, die in unser Land gekommen sind. Herr, wir bringen jetzt auch die Veranstaltung heute Abend für die afghanischen Freunde. Herr, dass du das Herz von Menschen berührst. Herr, dass du unsere Gemeinden belebst und erneuerst, dass auch wir in unserer Gesellschaft so ein Licht sind, ein Zeugnis für dich. Und danke, dass auch unser persönliches Leben vor dir so bedeutsam ist, dass wir mit dazu beitragen dürfen zu dieser verändernden Welt. Es geschieht nicht durch uns, es geschieht durch deinen Geist. Herr, und wir staunen darüber, wir preisen miteinander darüber deinen Namen. Amen.